Also ich kann jetzt schon eine Veränderung im Gefahrenpotenzial innerhalb der letzten 15 Jahre feststellen, also seit ich den Beruf jetzt hauptberuflich ausübe. Es gibt tendenziell schon mehr Steinschlag im Sommer, gerade in den Hochgebirgsregionen, wo sich der Permafrost langsam auflöst. Es gibt da im Winter vermehrt Regenphasen, was die Schneedecke ganz stark beeinflusst. Das sind auch relativ neue Probleme, die jetzt aufgetaucht sind. Also unterm Strich, glaube ich, wird es durch den Klimawandel nicht unbedingt leichter für uns. Also ich schätze mal, dass zu dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde, so vor ungefähr 35 Jahren, dass da hier noch viel mehr Eis war. Also ich denke, der Rückzug der Gletscher, das ist sicherlich etwas, was uns allen total ins Auge sticht, wenn man immer wieder zum Bergsteigen geht. Aber wir beobachten auch andere Sachen. Wir beobachten Felsstürze. Wir wundern uns über extrem hohe Temperaturen, mit denen wir gar nicht rechnen würden. Teilweise ist die 0-Grad-Grenze, vor 2 Wochen war sie über 5000 Metern. Und ja, auch die Messungen und die Klimamodellierungen zeigen, dass die Temperaturen in den alpinen Regionen im Vergleich zum Ende des letzten Jahrhunderts um etwa 2 Grad zugenommen haben und weiter zunehmen werden in diesem Jahrhundert. Und dazu kommt eben noch hinzu, dass auch der Niederschlag sich ändert. Es wird erwartet, dass es weniger Niederschlag im Sommer gibt und etwas mehr Niederschlag im Winter. Und wir erwarten auch, dass sich die Jahreszeiten verschieben. Und das hat für uns Bergsteiger, aber auch für die Leute, die hier natürlich wohnen, extreme Veränderungen. Twenty, 30 years ago, you could climb all through the summer. The mountains would kind of stay quite beautiful and picturesque all through the summer. Now, once you get into August, I mean, the place looks like some kind of building site. You know, it's just like gravel and boulders, and everything's really quite dirty and dusty. So it's much less attractive for people. Guiding as a profession is probably one of the most threatened, I would say, in Europe. Ja, also wenn die Temperaturen ansteigen und es mehr zum Schmelzen kommt, dann verlieren auch Felswände Stabilität, weil die Felsen ganz oben im Hochgebirge jetzt nicht nur Felsen, sondern jetzt auch Eis zwischen den Felsen. Und wenn das Eis dazwischen drin schmilzt, dann werden eben die Felsen instabil und kommt zu mehr Felsstürzen. Diese Naturgefahren, so zum Beispiel Muren oder Hochwasserereignisse, dass die in den nächsten Jahren zunehmen mit diesen drastischen Veränderungen im Hochgebirge und den Massenbewegungen dort, das ist, glaube ich, außer Frage. Und wenn man wieder über die Lawinen nachdenkt und den Blick auf den Winter lenkt, dann muss ich sagen, weiß man nicht so richtig, was mit der Lawinengefahr passieren wird in den nächsten Jahren. Wir kennen 4 verschiedene Lawinenmuster. Wir kennen nämlich so ein Triebschneeproblem, ein Neuschneeproblem, wir kennen ein Altschneeproblem und auch Nassschneeprobleme. Und man kann sich eigentlich für jedes dieser einzelnen Probleme unterschiedlichste Szenarien überlegen, was passieren kann. Wenn es mehr Schnee gibt, wird es vielleicht mehr Neuschneelawinen geben. Und das wird vielleicht der Fall im Hochgebirge sein, ganz weit oben, wo jetzt in den nächsten Jahren eher eine Zunahme des Niederschlags, des festen Niederschlags vorhergesagt wird. In den niedrigeren Lagen, ja, gibt es vielleicht mehr Regen und dann vielleicht auch mehr Nassschneelawinen. Aber das ist noch Gegenstand der Forschung und ja, damit werde ich mich auch selbst in meiner Forschung in den nächsten Jahren beschäftigen. Wir begrüßen euch zur Vertikalzackenprüfung.
Ihr seid jetzt da aufgestiegen von Argentier. Herzlich willkommen, wir sind am Argentier Gletscher. Und der Martin wird euch nochmal eine Demonstration in dem Parcours, den wir vorbereitet haben, zeigen. Und ich werde euch nochmal die Kriterien wiederholen, auf die es ankommt, dass ihr da eine gute Runde im Parcours zurücklegt. Zunächst einmal geht es natürlich um den Bewegungsfreiheit. Ja, die Alpen sind wirklich ein sehr gut gesicherter Ort, wo man trotz all dieser Naturgefahren, die es gibt, sich gut bewegen kann. Und es werden auch Wege gewartet und es werden Hüttenzustiege umgelegt. Und man macht sich viele Gedanken, wie man mit dem Klimawandel und den Veränderungen, die er mit sich bringt, im Hinblick auf die Naturgefahren umgehen kann. Zu warm und zu nass, weit entfernt von gut. Irgendwann wird es halt dann Wasser. Hält nicht mehr gut, die Geräte brechen leichter aus, die Steigeisen halten nicht mehr gut. Relativ kritisch. Wie ich seit Erfahrung die letzten 20 Jahre, es merkt man Klimawandel, dass es wärmer wird und Eisbedingungen schlechter werden. Aber hallo. Natürlich. Das ist also für mich wird es spürbar wärmer, die Gletscher werden weniger und das Eisklettern wird bei uns auch weniger, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass es gut geht und alle gesund am Nachmittag nach Hause fahren. Ich denke, es gab schon immer Felsstürze und es gab schon immer objektive Gefahren im Hochgebirge. Was jetzt so ein bisschen die Herausforderung ist für mich als Bergsteiger, ist, ich weiß einfach nicht mehr, wann welche Tour so richtig gute Verhältnisse hat. Und es wird einfach schwieriger abzuschätzen, wann kann ich jetzt die Trott-Nordwand machen zum Beispiel. Und da müssen wir einfach wirklich uns gut kommunizieren, miteinander Verhältnisse austauschen und vielleicht auch variabel planen und uns nicht irgendwie auf ein besonderes Ziel versteifen.